Hallo, mein Name ist Marius Ebert und Sie befinden sich in einer Videoserie von mir, in der ich zeige, wie Lernstoff in Frage- und Antwortform aufbereitet sein kann. Ich habe diverse Lernsysteme dazu geschrieben. Schauen Sie für weitere Informationen hierzu unter www.spaßlerndenk-shop.de. Die Frage bzw. Handlungsaufforderung lautet: Nennen Sie ein Beispiel zum Subsidiaritätsprinzip. Und die Antwort lautet, ich wiederhole nochmal kurz, Subsidiaritätsprinzip bedeutet Selbstverantwortung, Verantwortung der kleineren Einheit und erst wenn die kleinere Einheit nicht klarkommt, dann greift die nächst größere Einheit ein. Also der Mensch ist zunächst einmal selbstverantwortlich. Wenn er nicht klarkommt, hilft seine Familie. Wenn die Familie nicht klarkommt, dann hilft vielleicht die Gemeinde. Und so weitet sich der Kreis der Zuständigkeiten immer weiter aus, von der Gemeinde zum Bundesland und vielleicht zur gesamten Bundesregierung. Ein Beispiel dazu ist die Sozialhilfe. Und ein weiteres Beispiel dazu ist das Subsidiaritätsprinzip im Umweltschutz, das sich klar zuordnen lässt den verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel für Müllentsorgung ist zunächst einmal die Stadt zuständig, die jeweilige Stadt oder, wenn das Ganze dann gesammelt wird, die Gemeinde oder das Bundesland. Für Emissionen haben wir ein Bundesemissionsschutzgesetz, weil sich Emissionen, also das, was aus dem Schornstein herauskommt und zu Immissionen, also zu Einwirkungen werden kann, nun mal nicht an Landesgrenzen hält. Der Müll fällt aber in diesem konkreten Haushalt an und dann kann geregelt werden, wie dieser konkrete Haushalt in dieser speziellen Stadt sein Altpapier zum Beispiel zu entsorgen hat. Das war's schon wieder. Schauen Sie für weitere Informationen, die Ihr Lernen beschleunigen können, die Ihnen helfen können, die es leichter und schneller machen können, unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.